In diesem Video zeige ich euch das Christmas Merchandise im Disneyland Paris. Meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Merchandise-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch das aktuelle Merchandise, Christmas Merchandise im Disneyland Paris. Heute ist der 13. November und wie ihr ja alle wisst, ist immer alles sehr schnell ausverkauft. Unter anderem zum Beispiel die Ohren. Die gab es vor letzten Monat noch, mittlerweile ausverkauft. Also das, was ihr heute seht, kann in ein, zwei Wochen auch schon wieder ausverkauft sein. Dennoch zeige ich euch das aktuelle Merchandise inklusive Preise. Wir gehen von Shop zu Shop. Ich sag euch auch, in welchem Shop ich immer war. Und ich würde sagen, wir starten im Emporium. Beginnen wir im Emporium mit dem Christmas Merchandise. Dieser Rucksack kostet 90 Euro. Ein Spirit-Jersey für 100. Ja, 100 Euro. Ich finde ja, er sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug. Dann gibt es Weihnachtsschüsseln für 11 Euro. Es gibt diese Tasse hier für 13. Dieses Leuchteschild für 25. Der Schneemann kostet 16, da sind Kokosmakronen drin. Einen Schoko-Adventskalender für 20 Euro. Einen Tee-Adventskalender für 20 Euro, den hatte ich letztes Jahr. Dann gibt es Keksdosen. Die kostet 13. Sieht man nicht, welche Kekse drin sind. Es gibt eine Marmelade. Ich weiß leider nicht, welche es ist. Die kostet 8 Euro, soweit ich das weiß. Genau, kostet 8 Euro. Ich kann es leider nicht lesen. Frucht, Red Fruit und Cinnamon. Oh, mit Zimt. Geil, die habe ich mir gestern schon geholt. Dann gibt es diese Stitch-Keksdose für 8 und eine größere Stitch-Dose für 13. Eine Stitch-Weihnachtstasse für 13. Die Ornamente gibt's. Ich werde jetzt nicht zu jedem Ornament den Preis sagen, das würde den Rahmen hier sprengen, aber hier zum Beispiel kostet 15. Die große hier, die auch leuchtet, kostet 18. Mickey und Minnie 15. Gingerbread kostet 12. Genau, dann gibt es hier noch Bambi. Da gibt es noch Stitch. Hier gibt es noch die Stitch-Kugel. Das Ornament. Eeyore. Susi und Strolch. Chip und Dale. Bambi. Mickey als First Christmas, Minnie First Christmas, dann gibt es hier noch so Söckchen mit Mickey und Minnie, es gibt auch Klopfer und hier gibt es auch noch Mickey. Oh, es gibt einen neuen Teelichthalter mit Tinkerbell, der kostet 15, Cup und Kappa, die drei Bären von Merida. Oh, der ist auch süß. Die Bärenbrüder. Mini, Mickey. Das sind nochmal die Bärenbrüder. Olaf.
Eine Mickey-Kugel, eine goldene Mickey-Kugel. Das Schloss kostet 30 Euro. Es ist relativ klein, wie ihr sehen könnt. Die haben wir alle. Es gibt Lichterketten. 10 Stück für 25 Euro. Gibt es in Silber und in Gold. Prinzessinnenornamente. Rapunzel. Cinderella. Nochmal Cinderella. Belle. Das habe ich euch gezeigt. Elsa. Baby Rapunzel. Baby Cinderella. Da oben ist noch Anna. Kann man das erkennen? Ich muss jetzt nicht hier runterholen. Anna Kugel, Cinderella, Cinderella, Rapunzel. Ariel, hier ist noch Aurora. Die kosten übrigens alle 15. Madame Petit. Diese Drahtdinger. Eine Aladdin-Lampe. Herr von Unruh und die Rose von Schön und das Biest. Hier haben wir nochmal Susi und Strolch, Dschungelbuch, Marie. Hier gibt es auch noch ein paar Avengers-Ornamente, Spider-Man. Ja, viele Ornamente, sehr, sehr viele Ornamente. Simba, 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 Simba. Simba und Nala. Ja. So, das war das. Dann gibt es hier den Poncho wieder. Flattermanschette, sagt auch der Daniel dazu. Kostet... Ich suche. 70 Euro. Dann gibt es den neuen Spirit Jersey, der auch vom Stoff her relativ dick ist, also kein dünner Stoff. Er glitzert. Vorne die Mickey, hinten Disneyland Paris. Ich finde ihn wirklich super schön. Kostet 90 Euro. Dann gibt es die Weihnachtsmütze für 20 Euro. Die Christmas Orner sind aktuell nur einer der wenigen, die es noch gibt. 23 Euro. Die mit dem Nikolaus hast du auch nicht mehr gesehen. Pluto-Ohren für 23. Ich glaube, das war es erstmal an. Es gibt auch noch den Zug hier, den Weihnachtszug für 150 Euro. Und die Kuscheltiere, die kosten jeweils 30 Euro. Folgende Figuren gibt es auch noch zur Christmas Season. Und zwar die gab es auch bei Shop Disney. Die kostet, soweit ich weiß, 69 Euro. Die leuchtet auch und macht auch Musik. Kann ich das leider nicht demonstrieren. Dann gibt es einen Christmas Countdown. Oh Gott, ob ich da jetzt den Preis erkennen kann. Auch 69 Euro. Dann gibt es hier diese Figur. Ich muss alle hochheben. Oh Gott, da fällt schon die Batterie raus. Okay, ich stelle das lieber jetzt nochmal hin. Ja, kein Preis. 119 Euro kostet die Figur. 49 die. Es gibt den Zug auch wieder von der Parade. Kostet 159 Euro. Diese Star Wars Figur gibt es hier auch noch für 119. Und diesen wirklich hässlichen Mickey. Ich glaube, der kostet 69. Er leuchtet auch, aber guckt euch mal die Dimension an von den Ohren. Also es geht gar nicht. Den habe ich hier auch noch im Emporium entdeckt, und zwar den Weihnachts-Groot als Schulterpuppe mit Nikolausmütze. Richtig süß, kostet 20 Euro. Da muss man wahrscheinlich wieder super schnell sein. Die Schulterpuppen sind so begehrt, dass sie wahrscheinlich zwei Wochen wieder weg sind. Vollständigkeitshalber hier auch noch die andere Christmas-Tasse, kostet auch 15 Euro. Und die ist wirklich super süß und auch heiß begehrt. Die gab es heute Morgen nämlich nicht, die wurde erstmal wieder aufgefüllt. Weiter geht's im Christmas Shop. Hier gibt es noch ein paar Teelichthalter. Dieses Schloss für 11 Euro. Hier gibt es die Aribas.
Schneekugeln mit verschiedenen Charakteren. Die kosten 19 Euro. Hier geht's nach diesem Teelichthalter für 15 mit Mickey und Minnie. Die Plüschtiere gibt es hier. Den Zug. Sorry. Und diese Teelichthalter gibt es auch noch. Die silbernen für 11 Euro. Gibt es hier ein Adventskalender, 12, mit Haarklammern und so, für 12 Tage, kostet 40 Euro, Brina. Es gibt ein Puzzle, Haarklammern und so, kostet, weiß ich jetzt nicht, konnte ich jetzt nicht finden, ich glaube 20 Euro. Hier gibt es noch so Teller, kostet 8. Hier so ein Teller. Kostet 20. Hier den Adventskalender gibt es auch noch. Für 20 mit 12 Türchen. Gibt es so Bubble Bath. Handcreme für 9. Badebomben für 6. Body Mist 8 Euro und hier noch so 14 Euro Lippenball und Sugar Lip Scrub. Ansonsten keine anderen Ohren. Hier die Mickey Mütze gibt es noch. Die leuchtet für 23. IA als Kuscheltier für 25, soweit ich weiß. 26 und auch Winnie-Pooh für 26. Es gibt hier noch so kleine Münzhalter für 8 Euro. Finde ich richtig süß, auch als Geschenk. Huch. Und hier diese Armbänder, die man früher, kannst du mal aufmachen? Kennst du die? Ja, Schnapparmbänder, genau. Nina demonstriert es euch mal. Sehr schön. Wunderbar. Für 10 Euro. Aber was steht hinten drauf? The Merriest Place on Earth. Wow. Ich bin jetzt hier in den Studios und zeige euch hier das Christmas Merch. Wenn ich was Neues sehe, dann sage ich euch den Preis. Ansonsten schwenken wir mal nur durch. Noch Belle. Ich weiß gar nicht, ob Belle gestern da war. Und Ariel gibt es hier unten auch noch. Ah, hier gibt es so Baby-Lätzchen. Ich muss jetzt mal kurz den Preis nachschauen. 16 Euro. Einen Body. Das ist so süß. 16 Euro. Und der Mini-Body ist nicht mit Christmas. Dann gibt es den Zug hier auch. 150 Euro. Ich weiß nicht, ob es die gestern auch schon gab. Dann gibt es hier so Gingerbread-Socken für 10 Euro. Auch richtig süß, muss ich sagen, ne? Ah. Aber 10 Euro für Socken ist schon hart. dann gibt es hier noch Stitch-Socken für 9. Na, nicht so schön eingepackt, ne? Also das ist ein super süßes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Diese Socken. Dann, ja, hier sind noch ein paar Ornamente, aber die habe ich euch gestern schon gezeigt. Die Prinzessinnen. Auch keine neueren Ornamente. Mickey. Das sind, glaube ich, alles dieselben von gestern auch. Ah ne, Chip and Dale habe ich gestern, glaube ich, nicht gesehen. Kostet 15 Euro. Jetzt ist es wieder aufhängen. Unten haben wir noch, den habe ich gestern auch nicht gesehen. Olaf und Sven, das leuchtet auch. Kann ich euch das demonstrieren? Ja. Süß. Dann gibt es hier die Pluto-Ohren. Die kosten
23 und diese Plastik-Christmas-Ohren, die gibt es auch schon seit Jahren, aber die sind, glaube ich, sehr unbequem. Kosten auch 23. Dann gibt es hier beide Jerseys, einmal der karierte und auch der goldene. Ich weiß nicht, wie lange es den geben wird. Also ich vermute, dass er auch relativ teuer ist, schnell ausverkauft ist, aber das weiß man halt leider nicht im Disneyland Paris. Hier gibt es noch Ornamente. Ornamente. Das ist noch Mickey und Minnie. Ich weiß, ob ich die gestern schon gesehen habe. Ach, der ist neu tatsächlich, genau. Seit gestern gibt es ihn, glaube ich. Das ist das Ornament zu der Parade. Kostet 18 Euro. Ist schon süß. Es gibt auch die Mini-Version, aber die sehe ich jetzt gerade hier nicht. Gibt es hier auch das Teelicht, Teelichthalter mit Tinkerbell, Mütze. Ach, hier ist das mit Mini. Ach, ist auch süß. Kostet wahrscheinlich auch 18, ja. Und hier ist auch nochmal Mickey. Ist schon richtig süß, richtig süß. Das ist auch toll, aber hier fehlt Mini leider ein Ohr. Gibt es Kinderpullover. 30 Euro für Tinkerbell. Da ist aber, glaube ich, eine Hose dabei. Sieht so aus. Dieser Mini-Pullover. 30. Das ist auch nochmal hier so ein Stitch-Set für auch 30. Ist auch eine Hose dabei. Ist hier eine Hose dabei? Nee. Hier ist keine Hose dabei. Und dann gibt es noch hier diesen Pulli für 36 Euro. Also hätte ich ein Kind, würde es das zu Weihnachten bekommen. 30 Euro für dieses süße Kleidchen für Mädels. Und dann gibt es auch was für Jungs, und zwar dieses Weihnachtsmann-Set. Also, wie gesagt, hätte ich ein Kind, hätte es auf jeden Fall das an Weihnachten an. 30 Euro. Gibt es hier auch die Marmelade. Die Teller habe ich euch gestern schon gezeigt, den Teelichthalter. Den gab es vor einem Monat tatsächlich nicht. Jetzt gibt es ihn wieder. Für 15 Euro. Ja, und das war's in den Studios. So, die Keksdosen. Stitch. Und Mickey und Minnie. Genau. Wir sind jetzt hier im Thunder Mesa Shop im Frontierland und hier gibt es auch Christmas Deko, also Christmas Merchandise. Also falls ihr es in einem Shop nicht findet, im Emporium oder so, kommt doch mal hier gucken. Hier gibt es oft auch nochmal die Sachen. Hier gibt es unter anderem auch so ein Kinderprinzessin, also Kinder-Mickey-Weihnachtskleid für 60 Euro. Richtig süß. Einen Türkranz für 50 Euro. Finde ich sehr teuer. Hier gibt es nochmal diese Figur von der Parade. Hier gibt es nochmal die Tasse. Da habe ich euch ja die Preise genannt. Hier hängt noch der Loungefly. Mit den passenden Ohren. Hier gibt es nochmal diesen Adventskalender mit sogar Ohrringe drin. Die sind eigentlich ganz süß. So Gingerbread-Ohrringe. Auf 40 Euro und so Anhänger. Und habe ich gerade gesehen, da sind tatsächlich gar keine Kekse drin, da sind so Pralinen drin. Kostet 18 Euro. Das Puzzle hatte ich euch schon gezeigt. Ja, ansonsten gibt es ja natürlich auch Ornamente, Teelichthalter. Diesen kleinen Kerl ist auch von der Christmas-Parade, kostet kein Preis. 49 Euro. Ja, die ganzen anderen Ornamente sind nicht neu. Hier dachte ich, hier gibt es dann auch. Mit dem Schloss für 11 Euro. Habe ich tatsächlich nicht. Ne? Ich bin auch immer noch überlegen, ob ich es brauche. Das ist schon süß. Ach, bin so unentschlossen. Ja, mit Mickey gibt es das auch.
glaube, das war's an Christmas-Sachen. Ja, die Munchlings sind auch jetzt ein bisschen in Paris angekommen. Im Bäcker-Shop, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auf der Main Street, da wo es auch die Süßigkeiten gibt, gibt es auch die Munchlings in der Christmas-Version und auch normal. Es gibt auch Stitch, aber der scheint gerade weg zu sein oder ausverkauft zu sein. Kosten 35 Euro. Schon mega cute. Hier gibt es noch, ich glaube, das ist auch Stitch, aber der normale, nicht die Christmas-Version. Genau, kosten auch 35. Es gibt Winnie Pooh. Hier ist nochmal Mickey als Zimtschnecke. Mickey als, ich glaube, es ist weihnachtlicher Cupcake. Genau, und wie gesagt, es gibt noch Stitch, aber der scheint gerade vergriffen zu sein. Ja, und das war mein Christmas-Merchandise-Video hier aus dem Disneyland Paris. Wir sind in 2 Wochen nochmal da, aber da werde ich wahrscheinlich kein neues Merchandise-Video filmen, sondern wenn es neues Merchandise gibt zur Christmas-Season, werdet ihr das in den Vlog sehen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und euch inspiriert und vielleicht werdet ihr jetzt beim nächsten Disneyland Paris-Besuch etwas ärmer, weil ihr ganz viel auf eurer Wunschliste stehen habt. Und damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!